Herzlich willkommen in Paris zu einer neuen Folge Assassin's Creed Unity. Ihr seht es schon an der Markierung, die hier vor meiner Nase schwebt. Ich habe die nächste Hauptmission markiert, ausgewählt. Und ja, das ist mein Plan für heute. Wir werden uns überraschenderweise mal wieder der Hauptmission widmen. Aber erst töten wir den Verbrecher hier. 15 von 5... Hatte ich nicht eben schon 15 in der letzten Folge? Eben in der letzten Folge? Eben beim Aufnehmen der letzten Folge? Ich dachte, da hätte ich schon 15 gehabt. Naja, egal. Machen Ereignisse. So, dann 100 Meter bis zur nächsten Hauptmission. Wir sind in... Ich weiß es gar nicht. Sequenz 10? 9? 10? Ich glaube, die 9 musste ich abschließen schon für die... für die Schlösserknacken-Fähigkeit. Ich finde da keinen Durchgang. Muss ich wieder oben drüber klettern? Na, wir werden es gleich sehen. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir sind. Wir sind irgendwo im hinteren Drittel, nehme ich mal an. Hoffe ich jedenfalls. So langsam mal, ehrlich gesagt. So, schauen wir mal. Ach, guck mal hier. Verräter Eva ist am Start. Sequenz 10, Erinnerung 2. So, jetzt kann ich es euch genau sagen. Sequenz 10, Erinnerung 2, die Hinrichtung. Germain ist irgendwo auf der Tribüne und schaut sich die Hinrichtung von Ludwig dem 16. an. Das ist aber nett. Und wahrscheinlich soll ich ihn wiederum hinrichten. Gehe ich jetzt mal von aus. Das werden wir uns jetzt anhören. Sie bringen den König hoch. Bist du sicher, dass Germain kommen wird? Ja, ganz sicher. Worauf warten wir dann noch? Trennen wir uns. Dann sind wir auch schneller. Finde ich gut. Bringt den Verurteilten vor. Germain eliminieren. Das Gebiet erkunden, für Gelegenheiten sorgen. Fundstücke 2. Wachen 53. Und Verstecke 8. Das ist ja super. 53 Wachen. Ich bin hoch erfreut. So, wie war das? Er ist irgendwo auf einer Tribüne. Von Tribüne sehe ich hier nicht viel, ehrlich gesagt. Er steht also wahrscheinlich irgendwo in der Menge. Und ich hocke hier auch total unauffällig. Sieht von da unten wahrscheinlich niemand, wenn hier oben einer hockt. So, ja, dann getötete Schützen. Wollen wir den Schützen? Na egal, ich geh erstmal da runter. Ich glaube, das ist so vorgesehen, wenn man hier schon so kommt. So, und dann stürzen wir uns in die Menge. Und dann sehen wir mal weiter. Ja, Adlerauge, mache ich doch, wenn ich in dem grünen Bereich da bin. Ach, so viel zum schnellen Doppelattentat. Das war ja schon nichts. Ja, da kommt der Nächste an. Und schon habe ich volle Aufmerksamkeit auf mich gezogen. Volle Aufmerksamkeit. Kann ich mich sicher super noch anschleichen an den Typen. Aber ich sehe schon hier unten rechts ist auf jeden Fall... da steht auf jeden Fall ein Schütze. Und überhaupt schießen ja gerade alle möglichen Leute auf mich, von daher... Ja, Achtung. Ich brauche das Adlerauge gerade nicht, um zu sehen, dass vor mir zwei Wachen stehen und dass ich die ganze Zeit von irgendwoher erschossen werde. Das sehe ich auch so sehr gut. Alter, ist das ein Ding der Unmöglichkeit. Ja, das machen wir nochmal. Ziel verloren. Ach, das war das Problem. Ziel verloren. Ich glaube, das Problem war irgendwie das Messer an meiner Kehle. Aber schön, nochmal 100 Credo-Punkte für den Gnadenstoß. So, dann Medizinvorrat ist niedrig. Tatsächlich, das ist natürlich... Kann ich nochmal schnell irgendwo... Kann ich hier in der laufenden Mission zum Geschäft latschen? Das wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht. Wobei sich das dann wahrscheinlich jetzt jedes Mal zu Beginn der Mission wieder... Ha.
Na, schau ich mal. Das wäre sowieso clever gewesen, vorher mal zum Händler zu gehen, bevor ich eine neue Hauptmission starte. Aber so weit denke ich ja leider im Voraus meistens nicht. Traurig, aber wahr. So, dann hier. Tu mir mal eine Flasche Bier. Nein. Tu mir mal alles auffüllen. So, dann jetzt. Kommen wir mal ganz unauffällig hier ran, an die beiden zum Beispiel. So, da kommen nämlich da vorne jetzt die anderen beiden, die das wahrscheinlich sehen, genau, der da. Zum Beispiel. Ach, dreht euch doch mal rum, Leute. Das macht doch kein Theater. So. Ein Schütze. Wo ist der? Da oben ist ein Schütze. Den hätte ich doch gerne. Der ist auch unglaublich aufmerksam. Finde ich super. In die Geschichtsbücher eingehen. Unsere Kinder und Kinderkinder. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. So, dann latschen wir mal so in die Richtung hier. Die ganze Menschheit befreien. Bring den Verurteilten vor. Da ist eine Tribüne. Hier scheint er aber nicht zu sein. Hier sind noch mehr Wachen. Ich meine, es ist eigentlich nicht schlecht mit der Menschenmenge hier. Aber ich muss auch mehr in die Richtung. Na, dann gehe ich erstmal in die Richtung. So, im Vorbeigehen schnappen wir uns den noch. Und dann gucken wir. Aha! Der guckt doch in die falsche Richtung, oder? Wo ist der denn da? Und hier hätten wir noch einen Schützen direkt parat. Na, was war das denn? Was war das denn? Der Schütze ist mir auf halbem Weg entgegengekommen. Der ist runtergefallen. Willst du mich veräppeln? Was soll das denn jetzt? Ach Mann. Hier, das ist der Schütze. So, habe ich den Schützen wenigstens erwischt. Komm, ich will untertauchen. Ich will abhauen. Ach Leute, so doch nicht. Ey, das war aber jetzt ernsthaft, das war nicht meine Schuld, dass der Schütze von seinem Turm runtergefallen ist. Und jetzt kann ich hier auch nicht mehr untertauchen, weil die mich die ganze Zeit laufend jetzt sehen, alle. Ach komm schon, Leute. Echt jetzt. Komme ich einmal hier gut durch und mache hier einen auf Sneaky und dann passiert irgendein blöder Spielfehler und mir fällt so ein Schütze da entgegen. Das war doch echt nicht meine Schuld. Leute, echt jetzt. Macht das keinen Spaß. Ein bisschen Arsch nervtötend gerade hier mit den ganzen Wachen. So, ich habe ihn gefunden, Nunu. Hallo, Arno. Monsieur Germain,
wie passend, euch bei der Wiedergeburt des Templerordens zu treffen. Immerhin wart ihr auch beim ersten Schritt dabei. Monsieur de la Serre. Ich wollte, dass er versteht. Der Orden war korrupt geworden, klammerte sich nur noch an Macht und Privilegien. Doch ihr habt das korrigiert, oder nicht? Durch den Tod des Mannes an der Spitze. De la Serres Tod war nur der erste Schritt. Nun folgt das Meisterstück. Bürger, ich sterbe unschuldig. Meine Herren, ich bin an allem unschuldig, wessen man mich beschuldigt. Ich wünschte, dass mein Blut das Glück der Franzosen zementieren möge. König ist nur ein Symbol. Ein Symbol kann Angst schüren. Angst sorgt für Gehorsam. Doch irgendwann verliert der Mensch die Furcht vor Symbolen, wie ihr seht. Für diese Wahrheit ist der Mole gestorben. Der göttliche Anspruch von Königin ist nicht mehr als ein Glanz von Gold in der Sonne. Wenn die Krone und die Kirche im Staube liegen, werden wir, die das Gold haben, die Zukunft formen. Nun entschuldigt mich. Einen schönen Tag noch. Bitte gehen. Los! Ein guter Auftritt. Was machst du? Lauf ihm nach! Ich lasse dich nicht hier sterben. Auch gut. Einen schönen Tag noch. Einen schönen Tag noch. Tötet ihn. Ich fand die Perspektive ziemlich cool. Aus dem Korb nach oben. Mit dem Kopf dazwischen auf die Guillotine. Das war irgendwie ziemlich coole Perspektive. Wie betäubte Gegner. Jetzt soll ich auch noch, wie soll ich denn hier wen betäuben? Achso, es gibt Betäubungsbomben. Die habe ich aber dummerweise noch nicht, glaube ich, ne? Oder? Doch, habe ich. Aber nur drei. Ah, jetzt muss ich der dummen Frau wieder hinterherlaufen. Ist ja ätzend. Nein, ich lasse dich nicht hier sterben, Weichei. Nicht das Ziel aus den Augen verlieren. Nicht das Ziel aus den Augen verlieren. Oh, eine rothaarige Frau. Hat ja super funktioniert mit der Betäubungsbombe. So, der eine, den ich eben getroffen habe, zählt schon mal nicht. Ist ja eine super Sache. Sei gegrüßt. Halt die Alte doch einfach fest. Statt die ganze Zeit hinterher zu laufen. Jetzt einmal hier so wie die Massenereignistypen. Elise, es ist vorbei! Weg hier! Ich werde ihn nicht entkommen lassen! Ah, und sie läuft weiter. Ich habe keine Betäubungsbomben mehr, das ist aber schade. Obwohl, ich habe die Gegner schon betäubt, die ich brauchte. Glücklicherweise kann man ja mit einer mehrere Gegner betäuben. Dann wäre es jetzt wäre Zeit für das Ende der Mission. Dann hätte ich nämlich die Aufgaben erfüllt. Das fände ich toll. Er ist weg. Verdammt! Unsere einzige Chance! Es ist nicht vorbei. Wir finden eine neue Spur. Wohl kaum. Glaubst du, er wird so leichtsinnig sein, wenn er weiß, dass wir ihn jagen? Du hattest die einmalige Gelegenheit, sein Leben zu beenden und du hast sie nicht ergriffen. Um dich zu retten. Dazu hattest du kein Recht. Was sagst du da? Ich würde alles riskieren, um Germain zu töten. Wenn du nicht Manns genug für Rache bist, brauche ich deine Hilfe nicht. Elise. Elise. Alles klar, jetzt wissen wir auch, wer die Eier in der Hose hat in der Beziehung. Und es ist nicht Arno. Was ich auch nicht vermutet hätte. So. Und die Herausforderungen habe ich tatsächlich geschafft. Das heißt, den Driss hier muss ich nicht nochmal machen. Finde ich super. Sequenz 10 Erinnerung 2 haben wir also abgeschlossen. Und ich sehe gerade, wir haben erst die Hälfte der Folge rum. Was ist das denn?
Da war ich ja sehr viel schneller, als ich gedacht hätte. Gut, war auch eine einfache Sache. Eigentlich, ich musste ja eigentlich nur rumlatschen, den entdecken. Dann wurde hier die Videosequenz getriggert und ja. Dann nochmal ein bisschen hinter der Tuse hinterherlaufen und das war's ja schon. Dann werfe ich mal gerade noch einen Blick auf die Karte. Dummerweise ist das hier... Ja, nee, mit Stufe 4 ist der doch ein bisschen... Was haben wir hier? Nostradamus-Rätsel. Venus. Haben wir das schon mal angefangen? Die Venus. Kennen wir die gute Frau schon? Datenbank, Fallakten, Krebs, Zwilling, Erde, Fische, Jupiter, bla 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 bla. Nein, wir haben die Venus noch nicht. Wunderbar. Dann ist das mein neues erklärtes Ziel, obwohl es ein Stück weit weg. Muss ich gerade mal zugeben. Ach nee, guck mal, da ist ja direkt ein Schnellreisepunkt daneben. Das ist ja ein herrlicher Zufall. So, da müssten wir eigentlich schon direkt an der richtigen Stelle sein, oder? Das muss ja hier direkt irgendwie an dem Gebäude auch sein. Nehme ich jetzt fast mal an. Schauen wir doch mal. So, das Venus-Rätsel. Ach, das hier, das so ein bisschen aussieht wie ein Fingerabdruck oder so. Dann schauen wir mal. Erbaut als Tribut an die Sonne. Ein Platz voll strahlendem Prunk. Vier Mauern im Licht dreier Farben, inzwischen geschmückt mit Freiheit. Ja, super. Ich habe keine Ahnung, wovon wir da sprechen. Wo sind wir hier überhaupt? Wo sind wir hier überhaupt? Da sind wir. Ein Platz. Was war das? Ein Platz? Irgendwas mit einem Platz? Ach Mist. Bin ich schon direkt überfragt wieder. Was war das? Ach nee, das war die... Ach nee, genau. Das war die, die auf die Hinrichtungen schaut. Genau, das hatten wir schon mal. Hier war der König im Hinterhof. Tja. Däh, super. Schon mal direkt... Die Halle. Was kann die Halle? Na, hier ist ein Platz. Guck mal, hier ist ein Platz. Ah, die Place Vendôme. Keine Ahnung, was auch immer. Ludwig, bla, so wie ein Teil. Seine Stadt zu schmücken. Passende Umgebung für eine Statue. Finde ich da irgendetwas hinter den Häuserfronten? Könnte der Platz da irgendwas mit zu tun haben? Ich weiß es nicht. Wie war das Rätsel nochmal? Erbaut als Tribut an die Sonne. Tribut an die Sonne. War nicht irgendeiner von diesen französischen Yuppies da der Sonnengott, Sonnenkönig? Haben die sich nicht alle irgendwie so komisch genannt? Da war doch was mit Sonnenkönig. Wenn der da eine Statue von sich stehen hat, könnte das doch ein Tribut an die Sonne sein. Tja, meine Geschichtslehrer mögen mir Backpfeifen verpassen. Ich habe da irgendwie nicht so gut aufgepasst. Oder ich habe es mir nicht lang genug gemerkt. Ich meine, ihr kennt das. Schule und so weiter. Ihr schreibt die Klausur und in dem Moment, wo ihr den Raum verlasst, hat sich das erledigt. Habt ihr das vergessen. Brauche ich auch nie wieder. Bis jetzt wusste ich ja damals nicht, dass ich irgendwann Assassin's Creed spiele. Aber hier hat gereicht, um diese Statue zu finden. Also das wird dann wahrscheinlich hier der Sonnenkönig gewesen sein oder so. Zweites Rätsel. Wer die elysischen Felder betreten will, muss zahlen der Pächter Tribut, um durch das westliche Tor zu gelangen, wo bald ein Triumph sich erhebt. Okay, die elysischen Felder haben, glaube ich, damit zu tun, wenn man stirbt, kommt man dahin, oder? Ich erinnere mich daran, dass Herkules irgendwie in die elysischen Felder gereist ist, um seine Frau zu suchen oder sowas. Gab's mal irgendwo irgendwie. Also es hat irgendwas mit Toten zu tun. Das westliche Tor, wo bald ein Triumph sich erhebt. Schauen wir nochmal auf die Karte. Wo haben wir überhaupt Westen? Der Westen ist in der Richtung.
Elysische Felder. Haben wir irgendwo einen Triumphbogen oder sowas? Ich weiß es nicht. Ah, dieses ganze Franzosengehabe hier ist mir irgendwie... Wo bin ich? Da bin ich. So, westlich, es gibt kein westliches Tor hier. Nicht so wirklich, weil... Was ist das da? Das sind Bäume. Okay, sehen ein bisschen steinern aus. Hier haben wir noch irgendwie... Keine Ahnung was. Eine Kirche scheint es mir nicht zu sein, aber irgendwas mit einem hohen Kamin oder so. Tja, auch hier habe ich jetzt leider gerade mal wieder keine Idee am Start. Das hier war der Hinrichtungsdingsbums, ja. Der Hinrichtungsplatz. Wo sind wir denn hier in der Nähe? Tja, ich kenne mich hier nicht aus. Läden, ne? Finanzen aufpäppeln, Galerien. Ach, das ist das mit der kleinen Kanone, die vor der Sonne selbst gezündet wurde, gab mittags einen Schuss ab. Genau daran. Daran erinnere ich mich. Tja, aber jetzt bin ich schon wieder. Die elysischen Felder betreten will, muss zahlen der Pächter Tribut. Um durch das westliche Tor zu gelangen. Ich könnte jetzt einfach mal auf gut Glück von hier aus mich nach Richtung Westen orientieren. Aber da ist irgendwie nichts. Glaube ich. Ist einfach nur eine Häuserfront. Ich glaube, ich muss da noch ein bisschen weiter in die Ferne schweifen, um das Rätsel zu lösen. Weil das ist ja nur Schwierigkeit 2. Die sind ja eigentlich... Da sind die Sachen ja eigentlich eher nah beieinander. Aber man müsste sich halt ein bisschen besser auskennen mit diesen ganzen geschichtlichen Dingen oder mit den ganzen Orten, beziehungsweise mit der Bedeutung jetzt elysische Felder und so weiter. Tja. Fehlt mir gerade so ein bisschen die Idee, muss ich zugeben. Oh, schön, ich kann mich ablenken mit einem Verbrecher. Hey, cooler Sprung. Ich lenke mich ab mit einem Verbrecher, den ich noch eben schnell im Vorbeigehen töte. Tja, ich habe keine Idee. Gerade, leider, mal wieder. Wie das ja immer sehr schnell endet bei mir mit den Nostradamus-Rätseln. Da muss ich wohl nochmal... Entweder muss ich nochmal genau einfach alles absuchen oder nochmal genauer drüber nachdenken und mir die Datenbankeinträge durchlesen. Ja, ich glaube, hier komme ich schon wieder viel zu weit weg. Irgendwie, das war ja jetzt hier irgendwo. Oder ich guck mal hier hinten in den... Das ist ja so grob Richtung Westen. Aber was das mit elysischen Feldern und einem Triumph zu tun haben soll... Wie gesagt, irgendwie ein Triumphbogen oder sowas wäre vielleicht... Wäre vielleicht eine Idee. Habe ich aber jetzt auf der Karte auch keinen gesehen. Aber ich gehe mal einfach hier... Was ist das da? Ach, das war dieses Postbüro hier. Ich wollte gerade sagen, da waren doch so viele drin.
Lass mal lieber oben drüber klettern. Statt unten durchzugehen. Stimmt, hier waren wir nämlich schon mal drin. Und das steckt voller Wachen. Auf die ich jetzt einfach mal keine Lust habe. So, haben wir hier einen Triumph? Auch nicht so richtig, ne? Ein Triumph im Westen. Nee, ich sehe nichts. Außer Wachen. Und ansonsten irgendwelche Wächter oder so. Ich weiß es nicht. Welche Felder denn? Was für Felder? Hier ist irgendwie ein riesiges Feld, aber... Ich habe so meine Zweifel. Ich weiß nicht, was liegt denn hier hinter? Muss ich hier irgendwo hin? Oder hier vorne waren doch auch irgendwelche Statuen, meine ich, irgendwo hier in der Nähe. Genau hier die da meine ich. Aber ich glaube, die habe ich schon mal im Zuge eines anderen Rätsels abgesucht. Und da war nichts dran. Jetzt könnte ich nur noch so von ganz weit her geholt. Ich weiß nicht, so die elysischen Felder, die Felder im Jenseits, also die jenseitigen Felder. Ich weiß nicht, was hier hinter ist. Ist das hier, ist das weiter Stadt oder sind da Felder vielleicht? Dann könnte man hier vielleicht die Türme als Wächter betrachten. Aber das finde ich schon eigentlich arg weit hergeholt. Hier ist noch sowas. Hier ist noch so ein Häuschen. Aber es ist die einzige Idee, die ich gerade habe. Also schaue ich mir noch die beiden Häuschen an. Und dann lasse ich es wieder gut sein. Ach, wo kommen die denn schon wieder alle her? Nee, ich habe da echt keinen Bock drauf eigentlich. Aber wenn die mich schon verletzt haben, dann will ich sie eigentlich auch töten. Normalerweise würde ich die einfach ignorieren und dran vorbeilaufen, aber die ignorieren mich ja nicht. Die fangen immer an, mich zu verletzen. Und dann will ich natürlich, wenn ich Medizin schon benutzen muss, will ich die natürlich auch plündern, um vielleicht Medizin wieder rauszukriegen. Dafür muss ich sie aber erst töten. Und das Töten erfordert zeitlichen Aufwand. Und das ist nervtötend. Und man hat so das Gefühl, dass man überhaupt nicht vorwärts kommt oder nicht irgendwie flüssig mal sich mit einer Aufgabe beschäftigen kann, weil man alle paar Meter in eine Straßenschlacht gerät. Was ist los? Was ist das diesmal? Ja, yeah, Rauchbomben. So, und hier ist schon wieder das nächste los. Meine Güte. So, zum Glück aber nur grüne Leute drumherum und ich habe nochmal Medizin gefunden eben. Das ist schön. So, jetzt lass mich nochmal schnell zu den Ausgängen da quasi. Ich will dich nur verprügeln! Ja, eben. Deswegen, da bin ich etwas zurückhaltend, was das angeht. Ich meine aber, ich hätte das Symbol auch schon irgendwo noch gesehen. Also diese Glyphe. Einfach mal so durch Zufall, aber kann ich mich halt gar nicht mehr dran erinnern. Das kam so häufig vor, dass wir irgendwo irgendwas schon mal gesehen haben. Ach, hier bin ich ja schon. Genau, ich wollte mir hier das Häuschen anschauen. Das wenig überraschend nicht des Rätsels Lösung ist. Hätte ich jetzt auch nicht so wirklich erwartet. So, und dann nochmal die anderen Häuschen hier weiter drüben. Vielleicht sind das hier auch die Felder. Also ich meine, es ist ein großes, weites Feld, aber so von wegen Wächter und keine Ahnung. Ich habe keine Idee. Ich muss da nochmal... Was?
wie gesagt, genauer drüber nachdenken, mir nochmal irgendwie die ganzen Datenbankeinträge anschauen. Ach komm. So. Wenn er schon so hinter mir herläuft und ich mich eigentlich nur umdrehen muss und die Arme aufbreiten, damit er mir reinläuft, dann kann man das einmal schnell machen. Also zum Teil finde ich die Nostradamus-Rätsel schon ja, einigermaßen knackig, wenn man sich halt nicht so wirklich gut auskennt. Und halt nicht weiß, worauf jetzt das eine Anspielung ist. So, aber auch hier... Oh, oh. Ernsthaft jetzt? Willst du mich verarschen? Ernsthaft jetzt? Sind hier wirklich Felder hier draußen oder ist das das vor dem Tor gemeint? Also wenn das jetzt die Herleitung war, die ich mir da überlegt habe... Jetzt bin ich gerade ein bisschen platt. Also entweder war das jetzt grober Unfug, den ich gelabert habe und das ist reiner Zufall, dass ich an dem Symbol vorbeikomme. Oder das ist wirklich so gedacht, dann finde ich es aber schon eigentlich ein bisschen weit hergeholt. Das ist jetzt echt, ich bin überrascht. Okay. Letztes Rätsel. Ein Turm für den Prächtigen, von seiner Urenkelin errichtet, um ihren Untertanen und den Himmel zu überwachen. Zwischen Sonne und Erde eingepfercht in Eisen. Ein Turm, ein Turm, ein Turm. Ein Turm. Da ist ein Turm. Den Turm, der ist mir doch eben schon mal aufgefallen, aber ich weiß nicht, ob der das sein soll. Vor allem von seiner, was war das, von seiner Enkelin? Wer hat denn da was errichtet? Was war das hier? Schnellreise? Das ist auch ein Turm. Ist aber alles so weit weg immer. Keine Ahnung, welcher Turm da jetzt gemeint ist. Mittlerweile habe ich jetzt auch schon überzogen. Ich dachte auch nicht, dass ich hier fündig werde, ehrlich gesagt. Deswegen hatte ich jetzt eigentlich damit gerechnet, die Folge an dieser Stelle zu beenden. Oder hatte das eigentlich auch so vor. Ich glaube, das mache ich aber auch und suche mir den Turm dann beim nächsten Mal. Aber das muss doch bestimmt, steht doch bestimmt dann im Datenbankeintrag, irgendwie von seiner Enkelin errichtet. Ich meine sogar, das hätte ich schon mal gelesen. Da bin ich mir aber gerade gar nicht sicher. Ich meine aber schon, irgendwas war da. Ich glaube, das haben wir irgendwann schon mal irgendwo gelesen, mit dem Turm, der von einer Frau errichtet wurde. Ich weiß nur nicht mehr, wo es war. Keine Ahnung. Aber das finde ich raus. Das finde ich raus. Und das machen wir dann am Beginn der nächsten Folge als allererstes Mal. Und dann sehen wir weiter. So, gut. Ich verabschiede mich dann trotzdem an dieser Stelle hier. Und bin immer noch total überrascht, dass ich hier fündig geworden bin. Und hoch erfreut natürlich. Ja, ich bedanke mich fürs Zusehen in der heutigen Folge. Wie immer hoffe ich, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Komm, bei der Abmoderation kann man noch schnell die beiden hier... Ist zwar für das Opfer schon zu spät, wie ich sehe, aber... Aber die beiden werden trotzdem der Gerechtigkeit zugeführt. So. Ja, also, wo war ich? Ich hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Und verabschiede mich und sage Tschüss, macht's gut und bis zum nächsten Mal.